Don't stop. Hi, ich halte es nicht mehr aus. Es ist der 23. Dezember 2016 und ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich muss das Päckchen öffnen. Mir egal, morgen ist zwar erst Weihnachten, aber ich darf das. Ich habe mir dasselbe bestellt, mein Päckchen. Von Amazon, bei uns Pau. Bei uns zieht die Alexa ein. So, da ist sie jetzt. Boah, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss aufmachen. Da ist sie. Ich habe so viel schon gehört von diesem Amazon Echo. Und ich wollte mir jetzt nicht das zickte Tablet oder ich will irgendwas Technisches zu Weihnachten, aber nicht wie ein neues Handy. Es gab heuer sowieso nicht viel Auswahl an Neuigkeiten. Und dann dachte ich mir, na gut, ich weiß ja nicht, ob die uns wirklich dann überwacht, was man so hört. Aber hier kann man schon mal, nämlich das Mikrofon ausschalten. Das ist schon mal sehr gut. Kann sie mich nicht hören? Mir wäre es ja lieber, es wäre ein Alex. Aber es gab nur die Alexa. Mal gucken, ob ich mit der klarkomme. Okay, was ist da sonst noch drin? Kurze Anleitung. Sehr kurz. Aber einfach zu bedienen anscheinend. Erstens verbinden Sie Ihr Echo. Zweitens laden Sie die Alexa-App herunter. Geben Sie uns Ihr Feedback und erste Schritte. Echo funktioniert am besten an einem zentralen Standort, mindestens 20 cm von der Wand entfernt. Okay. Was können Sie alles sprechen? Steht auf der Karte zum Ausprobieren. Zum Ausprobieren. Okay. Zum Ausprobieren? Musik? Prime Music natürlich. Gut, dass ich ein Prime-Mitglied bin. Shows, Podcasts and Radio? Radio? Wecker und Timer, brauche ich jetzt weniger. Sport, die letzten Meldungen. Bei Amazon einkaufen, na cool, hey. Fehlt mir nur noch der Dash-Button, den ich sowieso nicht unbedingt brauche. Fragen, Antworten und Listen. Das ist cool für meine Kids, weil die haben immer so komische Fragen auf Lage, wie zum Beispiel, warum klebt Kaugummi? Habe ich bisher jetzt immer mit Google Now gefragt, aber jetzt haben wir ja die Alexa, mal gucken, wie das klappt. Nachrichten, Wetter und Verkehr. Wetter und Verkehr, das ist mal nicht schlecht. Genau. Smart Home. Wow, ich kann meine Philips Hue-Lampen oder Hue-Lampen, weiß aber nie, wie man das ausspricht, egal. Philips Hue-Lampen, cool, kann man damit steuern. Zum Beispiel dimme die Wohnzimmerlampe auf 30% oder... Alexa, stelle die Temperatur auf 20 Grad. Hä? 20 Grad? Smart Home. Die Heizung kann man damit steuern. Sehr cool. Okay, oder so können Sie Alexa jederzeit steuern. Kopple mein Bluetooth-Gerät. Alexa, stopp und Lautstärke und so weiter. Echt cool. Da bin ich mal gespannt. So, was haben wir denn noch? Gut, da wird jetzt nicht mehr viel dabei sein. Netzstecker. Was ich gehört habe, ich weiß jetzt nicht, ob das Ding jetzt einen Akku hat. Ich glaube, ich vermute jetzt mal eher nicht. Was natürlich echt schade ist. Weil so könnten wir es doch mal mit dem ersten Stock draufnehmen. Einfach abziehen vom Steck und schnell mitnehmen. Und das hier, das ist ein echt fetter Stecker. Ich weiß gar nicht. Also, wie kann man immer so fette Stecker machen? Meine Steckerleiste, zick. In der Wohnung sind alle mit solchen Teilen oder teilweise noch größer bestickt. Und da bringt man anstatt 5 Stecker nur noch 3 rein. Da könnte man sich echt mal was anderes ausfallen lassen. Na gut, bin ich mal gespannt. Wir werden sie mal ausprobieren nachher mit den Kids. Bis gleich. Don't stop.
Amazon Echo kann jetzt eingerichtet werden. Folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Wuhu, sie spricht mit mir. Schleise! Ich mach die Einrichtung. Setze nun die Einrichtung in deiner Alexa-App fort. Alexa, stopp! Also ich habe jetzt da ein bisschen mehr getestet. Über die App lässt sich einiges noch einstellen, und zwar auch die Nachrichtensender, von denen man die Nachrichten auch hören möchte, morgen oder so, egal wann. Also man muss sich wirklich ein bisschen mit der App dann beschäftigen, damit man hier eigentlich die ganzen Fragen oder wie man sie auch fragt, wie Alexa, nenne mir die Definition von Plural. Plural kann Folgendes bedeuten: Linguistik, Pluralform eines Wortes. Wort im Plural und Linguistik, grammatische Kategorie für die Mehrzahl eines Wortes. Cool. Aber jetzt zum Beispiel jetzt Alexa, übersetze mir das Wort Bahnhof ins Englische. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Alexa, übersetze Bahnhof ins Englisch. Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß. Was ist ein Tannenbaum? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Nein. Also, viele Fragen, keine Antworten. Wir werden es noch weiterhin testen. Okay. Go, start. Er hat eine Installation an ein Video. Ja, das wusste ich ja nicht, du hast nichts gesagt. Es läuft immer noch. Toll. Du hast die Echo verbunden. Wie alt ist mein Sohn? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ich auch nicht. Echt?